Starke Marken für starke Inhalte. Gute Unterhaltung bei Bauen und Wohnen wünscht Schwörerhaus. Und die Kreissparkasse Ravensburg. Schöner schwimmen. Mit einem Schwimmteich holen Sie sich Erholung pur in den Garten. Richtig binden. Wer bei einem Kredit die Zinsbindung optimal plant, kann viel Geld sparen. Und sicher grillen. Damit der Grillspaß nicht abrupt endet, sollten Sie die größten Gefahren kennen. Und damit willkommen, liebe Zuschauer, zu einer neuen Ausgabe von Bauen und Wohnen. Sobald es das Wetter zulässt, holen wir Deutschen und auch Österreicher gerne den Grill raus. Die beliebteste Grillspezialität ist seit Jahren das Schweinesteak, gefolgt von Bratwürstchen und Grillspießen. Doch leider kommt es beim Grillen auch immer wieder zu Zwischenfällen. Alleine im vergangenen Jahr gab es in Deutschland rund 4000 Grillunfälle, im Schnitt 11 pro Tag. Auf was Sie achten müssen, dass Ihnen beim Grillen nichts passiert, das zeigen wir Ihnen im folgenden Beitrag. An den heißen Tagen wird der Grill immer wieder aus dem Schuppen geholt. Ein Grillabend mit der Familie und den Freunden ist etwas ganz Besonderes. Das Blatt kann sich jedoch schnell wenden, wenn man nicht auf gewisse Gefahren achtet. Für eine sichere Grillsaison gibt es ein paar Punkte, wo man berücksichtigen sollte. Das eine ist der richtige Standort. Er sollte eben sein. Der Grill muss wirklich fest sitzen, frei zugänglich. Weiters der Abstand zu Gebäuden, Sträuchern und Bäumen ist zu beachten. Beim Grillen das richtige Grillbesteck, um Verbrennungen zu vermeiden. Und hinterher nicht zu vergessen das Ablöschen der Restglut. Beim Grillen mit Holz oder Kohle werden unterschiedlichste Anzünder verwendet, um das Anfeuern zu beschleunigen. Empfehlenswert sind die festgepressten Paraffinanzünder. Die sind im Handel erhältlich. Nicht zu empfehlen oder Abstand nehmen sollte man von Brandbeschleunigern. Da ist die Problematik, die haben einen sehr geringen Flammpunkt und die bilden schon bei der Umgebungstemperatur die Dämpfe aus, die in Verbindung mit Sauerstoff schon zu einer explosionsfähigen Atmosphäre führen können. Gefährlich kann es werden, wenn beim Grillen oder Kochen Öl verwendet wird. Wenn das Öl einmal entzündet ist, darf es auf keinen Fall mit Wasser gelöscht werden. Nur geringe Mengen lassen es förmlich explodieren und erzeugen einen riesigen Feuerball. Damit der Grillspaß nicht zur Gefahr wird, sollten diese Tipps beachtet werden. Somit steht einem gemütlichen Grilltag nichts mehr im Wege. Wussten Sie eigentlich, dass es derzeit rund 650 verschiedene Grillmodelle gibt und wir im Schnitt 150 Euro für einen neuen Grill ausgeben? Grillzubehör wie Grillzangen und Abdeckplan sind da nicht inbegriffen. Alleine dafür gaben die Deutschen im vergangenen Jahr nochmals gigantische 1,1 Milliarden Euro aus. Welches Zubehör wirklich sinnvoll ist, das haben wir einen Experten gefragt. Grillen macht Spaß, das steht eigentlich außer Frage. Wenn es allerdings ums Zubehör geht, stellen sich viele die Frage, was brauche ich eigentlich wirklich? Also ich sage mal, ganz wichtig ist, dass die Reinigung, die trotzdem der Grill auch ein bisschen braucht zum Schluss, dass da eine ordentliche Bürste dazu gepackt wird. Das sind meistens diese Edelstahl-Dreiecksbürsten, die einfach, wenn der Grill dann abgebrannt wird, nach dem Grillen einfach nochmal die Asche ein bisschen abgebürstet wird. Ein wichtiger Artikel und genauso die Haube, dass der Grill einfach abgedeckt ist gegenüber im Moment Blütenstaub, Staub oder allgemeine Verschmutzungen. Das sind so die wichtigsten Sachen. Beim Holzkohlegrill würde ich einen sogenannten Startkamin dazu empfehlen. Als zusätzliche Möglichkeit bei den Grills sind Pizzastein, sind Möglichkeiten wie zum Beispiel eine Wokpfanne. Kann ich bei vielen von den Grills mittlerweile einsetzen. Das sind einfach Zubehörartikel, wo der Kunde dann frei wählen kann, was ihm da gefällt und was ihm Spaß macht. Wer natürlich fast alles und vor allem Ausgefallenes grillen möchte, sollte auf professionelles Zubehör nicht verzichten. Die Möglichkeiten sind hier beinahe unbegrenzt. Woran auf keinen Fall gespart werden sollte, ist die richtige Grillkohle.
gibt die ganz einfache und leider auch relativ schlecht gekokelte Grillkohle, die natürlich keine Temperatur bringt, die auch relativ schnell verbrennt. Also ich würde empfehlen, grundsätzlich beim Holzkohlegrill auch eine gute Kohle zu verwenden, so wie das einfach auch bei den Lebensmitteln gemacht wird. Gute Lebensmittel, gute Kohle gibt einfach perfektes Steak. Dennoch, nicht alles, was der Grillmarkt hergibt, wird wirklich benötigt. Einiges ist trotzdem von großem Nutzen, anderes nur lustiges Gimmick. Was ganz sicher ist, ohne Grill läuft im Sommer ohnehin schon mal gar nichts. Bei uns geht es nach einer kurzen Pause gleich weiter mit dem Bauen und Wohnen Finanztipp und dem Traum vom eigenen Schwimmteich. Bis gleich. Gleich geht es weiter mit Bauen und Wohnen, präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg. Von der Marktwertermittlung über die Beratung bis hin zur notariellen Abwicklung. Wir kümmern uns von A bis Z um den Verkauf Ihrer Immobilie. Ohne vertragliche Bindung. Wir präsentieren Ihre Immobilie außergewöhnlich und aus allen Perspektiven. Rufen Sie an und vereinbaren Sie einen Termin. Wir beraten Sie gerne. Bauer Immobilien. www.bauer-immobilien.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. In Wangen im Allgäu vereinen wir 40 Jahre Erfahrung und Innovationskraft, um Ihren Gartentraum zu erfüllen. Versierte Fachkräfte, moderne Fertigungstechniken sowie hochwertige Werkstoffe garantieren die ausgezeichnete Qualität und lange Haltbarkeit unserer Gartenartikel. Überzeugen Sie sich bei uns vor Ort in Wangen. Unser Ausstellungsgarten bietet jede Menge Inspiration für Ihre Gartenwelt. Fordern Sie unseren großen Katalog an oder entdecken und bestellen Sie gleich online auf beckmann-kg.de. Beckmann, Ihr Spezialist für Gartenartikel und Gewächshäuser. Raus aus dem Büro, rauf auf den Berg. Intersport Butsch, Ihr Spezialist für Outdoor- und Freizeitbekleidung in Tuttlingen und Umgebung. Shoppen Sie nach Herzenslust auf über 2600 Quadratmetern. Alles rund um Ihren Sport, Fitness, Fashion, Bademode und vieles mehr. Intersport Butsch in Tuttlingen. Aus Liebe zum Sport. Willkommen zurück, liebe Zuschauer, bei Bauen und Wohnen. Die derzeit historisch niedrigen Zinsen locken zu großen Investitionen. Egal ob die Eigentumswohnung oder auch das eigene Haus, die richtige Finanzierung ist das A und O. Im Bauen und Wohnen Finanztipp zeigen wir Ihnen heute, auf was Sie bei der Kreditlaufzeit achten sollten. Der Bauen und Wohnen Finanztipp wird Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Dank Mini-Zinsen können sich heute auch Durchschnittsverdiener ein eigenes Haus leisten. Kreditrate und Unterhaltskosten sind oft nicht höher als die monatliche Miete, teilweise sogar geringer. Mit entsprechender Zinsbindung können Immobilienbesitzer die Kosten für einen Kredit konstant halten. Wichtig ist, den passenden Zeitrahmen für eine Zinsbindung zu wählen. Dabei sollten Käufer zunächst ihr eigenes Sicherheitsbedürfnis kennen. Ich kann heute von einer 1- bis 130-jährigen Zinsbindung eigentlich alles anbieten und entsprechend mir alles auch im Vertrag verankern lassen. Wenn der Kunde vermeiden möchte, dass er in Zukunft, ich sage es mal, einen Zinsanstieg sich gefallen lassen muss und sich die Kreditrate erhöht, dann empfehlen wir schon, dass der Kunde oder sprich der Immobilienerwerber sich eine lange Zinsbindung sichert. Damit ist er einfach weg von dem Risiko, dass er vielleicht in 5 oder 10 Jahren mit einem höheren Zins als heute wieder neu in die Anschlussfinanzierungsphase gehen muss und ist einfach somit auf der sicheren Seite. Längere Zinsbindungen sind also ratsam, wenn eine spätere Verteuerung der Kreditrate zu übermäßiger finanzieller Belastung führen würde. Mit einer Zinsbindung von 15 oder 20 Jahren lässt sich die Kreditrate heute bis ins Jahr 2030 bzw. 2035 sichern. Mehr Sicherheit kostet allerdings auch mehr Geld.
Wenn ich aber davon ausgehe, dass wir sind heute im aktuellen Zinstief, in einem attraktiven Zinsmarkt, wir sind im Schnitt ca. 4,5% unter dem Durchschnitt der letzten Jahrzehnte. Das bedeutet, wenn ich davon ausgehe, dass das Marktumfeld so nicht bleibe, dann sollte ich eher einen höheren Zins in Kauf nehmen durch eine längere Zinsbindung, weil es unterm Strich einfach günstiger sein kann, wenn ich nach 10 Jahren eben nicht in die Anschlussfinanzierung mit vielleicht wieder 5% Zinsen gehen muss. Die Zinsbindung sollte auch Flexibilität beinhalten. Wer in den kommenden 5 Jahren einen größeren Geldfluss erwartet, kann darauf mit einer kurzen Zinsbindung von bis zu 5 Jahren reagieren. Dasselbe gilt für Unternehmer oder Selbstständige, die kurzfristig mit hohen Einnahmen rechnen, mit welchen sich das Darlehen komplett tilgen lässt. Flexibilität bieten aber auch langfristige Kredite. Aufgrund der gesetzlichen Ausstiegsmöglichkeit kann man nach 10 Jahren Vertragslaufzeit seinen Kredit ganz oder teilweise zurückführen. Die Frist hierfür beträgt 6 Monate. Der Bauen- und Wohnen-Finanztipp wurde Ihnen präsentiert von Interhyp Baufinanzierung. Was gibt es Schöneres, als sich im Sommer mit einem Sprung ins Wasser abzukühlen? Aus diesem Grund erfüllen sich immer mehr Menschen der Region den Traum vom Pool im eigenen Garten. Eine Alternative zum Pool ist ein Schwimmteich. 16 mal 5 Meter misst dieser Schwimmteich in der Nähe von Markdorf am Bodensee, und zwar nur der Beckenbereich. Drumherum ist die Teichfläche Voraussetzung für einen gepflegten Schwimmteich. Mit dieser Größe gehört dieser allerdings zu den besonderen Ausnahmen. Aber auch wer einen kleineren Garten hat, kann sich den Traum vom eigenen Schwimmteich erfüllen. Eine Mindestgröße von etwa 6 auf 3 Metern sollte allerdings gegeben sein, um den Schwimmteich auch zum Schwimmen nutzen zu können. Da ein Schwimmteich im Gegensatz zu einem Pool ohne Chlor oder andere chemische Stoffe auskommt, wird hier das sogenannte Hydra-Balance-System angewandt. Das bedeutet, um Algenbildung zu vermeiden, werden Schmutzpartikel, die von außen aufs Wasser gelangen, sofort in die außenliegenden Reinigungsteiche befördert. Dort werden sie durch Mikroorganismen und Bakterien zersetzt. Entsprechend einfach ist die Reinigung und Pflege des Schwimmteichs. Wir haben hier diesen Hydrobalance-Filter, und das ist eine größere Filterzone, die ist da drüben komplett unter dem Kies nachher drin. Das sehen Sie auch nicht, und da brauche ich so zweimal im Jahr eine halbe Stunde, vielleicht auch eine Stunde, und dann ist das schon beendet. Und wir haben hier nicht so, dass das herkömmlich mit solchen Schwämmen, wo ich da riesen Aufwand habe, mit diesen Schwämmen zu reinigen, sondern da wird hier, man sieht es dann auch hier nochmal, da wird hier einfach ein Schlauch angeschlossen, dann werden die Filter rückgespült und das dreckige Wasser oder das verschmutzte Wasser wird hier einfach in der Pflanzfläche wieder dem Kreislauf zugeführt. Da sind noch Nährstoffe drin, hier ist eine Plantane, da kann man es der Plantane zuführen, dann wächst sie sogar dementsprechend noch besser als eine einfaches System und ein sehr nachhaltiges System. 16 mal 5 Meter, ein Traum von einem Schwimmteich. Und der hat seinen Preis. Für die Mindestgröße von 6 auf 3 Metern liegen die Kosten bei rund 70.000 Euro. Liebe Zuschauer, das war's für diese Woche auch wieder mit Bauen und Wohnen. Ich hoffe, wir konnten Sie gut informieren. Wir sehen uns kommende Woche wieder, dann unter anderem mit dem Thema Strom vom eigenen Dach. Bis dahin bleiben Sie gesund, eine gute Zeit. Tschüss. Starke Marken für starke Inhalte. Bauen und Wohnen wurde Ihnen präsentiert von Schwörerhaus und der Kreissparkasse Ravensburg.